Vielleicht finden wir auch die ein oder andere Alkoholleiche. Will der ein Race haben? Sind es da vorne alles Menschen? Man wird nicht reich, indem man Geld herschenkt. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube, um 11:30 Uhr nachts. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend. Ich bin auch irgendwie gar nicht müde, obwohl ich gerade bei der Arbeit fast eingeschlafen wäre, weil ich so am Arsch war. Ah, was gibt's denn noch so zu erzählen? Heute war diese Demo in München wegen dem Fahrverbot. Wobei ich halt Demo in Anführungsstrichen setze, weil die Demo wurde ja abgesagt, weil die nicht legal war und sowas. Also sind wir einfach so zum Spaß durch die Gegend gefahren, würde ich behaupten. Beziehungsweise, wenn ich sage wir, meine ich leider nicht mich. Ich hatte heute echt gar keine Zeit, vormittags da mitzufahren. Ich war mit dem Auto unterwegs, aber es war so unnormal. Selbst mit dem Auto, überall Bikes um dir rum. Überall am Ring stehen sie, machen gerade Pause, um weiterzufahren. Ich glaube, laut Polizeibericht, 6000 Biker waren unterwegs auf dem Ring und die haben das heftig durchgezogen. Ich musste um 10 Uhr nach Starnberg fahren. Ich bin dann um 2 wieder zurückgekommen. Du konntest nicht einen Kilometer fahren, ohne dass dir eine Gruppe von Bikern entgegengekommen ist auf dem Ring. So, was wir jetzt machen, wir fahren einfach ein bisschen durch die Stadt am Abend. Weil jetzt gibt es ja ein bisschen mehr Nachtleben in München wieder. Vielleicht finden wir auch die ein oder andere Alkoholleiche. Wo können wir denn hin? Wir können die Leopold kurz abchecken, das Filmcasino, ob da Leute sind. Wir sind gerade am Apollon vorbei. Wenn es das Apollon ist, ich weiß es echt nicht, wie die Bars hier heißen. Da war auf jeden Fall Full. Kult könnte man eigentlich auch fahren. Schauen wir mal, wie es mit der Zeit hinkommt. Will der ein Race haben? Stachus ist einfach immer noch Full. Der GTI da vorne wird bestimmt ganz ordnungsgemäß jetzt gleich losfahren und nicht Kickdown geben. Weil sowas macht man nämlich nicht. Was habe ich gesagt? Ja, Bruder. Alles klar, für den Casino ist einfach fuller als Full. Ich frag mich ganz ehrlich, was das ist. Tambosi. Alles klar. Habe ich noch nie gehört. 15 Minuten nehme ich jetzt schon auf. Halbe Stunde werde ich knapp noch haben. Schaffe ich das bis dahin, bis zur Kult? Die Sache ist, es bringt mir halt echt nicht viel, zur Kultfabrik zu fahren, weil so viel sieht man von außen gar nicht. Sieht man den Schatten meiner Füße, wie ich versuche zu balancieren? Neuer Rekord. Sind es da vorne alles Menschen? Mir wurde mal gesagt, ich soll abends hier hinkommen, aber das habe ich jetzt nicht erwartet da vorne. Da ist ja voll. Ach du Scheiße, das sind echt so viele Menschen. Warum? What the... Holy... Ich wusste gar nicht, dass hier so viele Menschen sind und so viele Bars sind. Wow, Mashallah. Der Kiosk dort am Eck wird wahrscheinlich auch fuller als voll sein, Mann. Was habe ich gesagt? Digga. Okay, ich glaube am einfachsten zum Ostbahnhof ist, wenn ich den Berg hochfahre. Was mir auch aufgefallen ist bei der GoPro, die ist ja mit diesem Kleber dort befestigt am Helm. Und obenrum, ja, lösen ist nicht das richtige Wort, aber es dehnt sich halt langsam schon. Ich glaube, das liegt daran, wie grob ich halt mit dem Ding immer umgehe, wenn ich die anstecke und so. Unten ist es jetzt sehr stark zusammengedrückt oder vielleicht so, wie es sein soll. Und oben ist halt schon gut gedehnt. Und wenn ich jetzt da hingehe und dran ziehe, dann dehnt es sich noch mehr, aber es reißt nicht ab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob mir irgendwann während der Fahrt einfach voll die GoPro runtergerissen wird. Falls ja, scheiße gelaufen, Digga. Ist das eine Spielothek, oder? Ja, natürlich, Digga. Wenn wir jetzt schon bei Spielotheken sind, ich arbeite ja ein bisschen so in dieser Glücksspielbranche. Bitte, geht da nie hin. Am Ende verliert ihr immer. So, das ist die Moral heute, die ich bisher sagen musste. So, die Message, die mir persönlich wichtig war. Dass sie bei euch ankommt. Die Bank gewinnt immer. Die Leute aus Spielotheken sind nicht dafür da, euch reich zu machen. Die sind dafür da, reich zu werden. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch nicht gehört habt, aber man wird nicht reich, indem man Geld herschenkt. Piep, 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 piep. Ich habe gesehen, was du da rausgeschmissen hast. Also ich weiß jetzt nicht, ob was los sein wird bei der Kult. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das jetzt mit Clubs ist. Dürfen die aufhaben oder nicht? Da ist übrigens das tolle Riesenrad. Wow, ich glaube, deswegen gab es Ultra-Kontroversen. Aber das ist die Kultfabrik. Und so wie es aussieht, haben alle Clubs zu, weil normalerweise leuchten hier Laser.
gefühlt 5 Stunden lang durch die Gegend. Aber heute leider nicht. Ja, hier ist gar nichts, Mann. Alter, ist da auch zu an meiner Zickzack. Ich will nach Hause. Aber ja, das ist das Münchner Nachtleben während Corona. Normalerweise sind hier überall Besoffene und hast denn nicht gesehen? Eigentlich YouTube habe ich mich schon verabschiedet gehabt. Jetzt ist mir eingefallen, hier ist noch das Crowns. Ich habe gar keinen Bock umzusehen, um danach zu schauen. Bevor irgendjemand schreibt, du hast das Crowns vergessen abzuchecken. Ich habe einfach keinen Bock. Außerdem komme ich, glaube ich, eh nicht so nah ans Crowns ran, weil das auf einem Privatgelände ist. Dankeschön fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Es hilft mir und euch schadet es nicht. Ganz einfaches Ding ist es. Bleibt mir gesund, genießt den schönen Tag noch oder die schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir sehen uns. Yalla.